Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei. Ohne Netz und ohne Tricks. Was sind das für Leute? Woher kommen sie? Sie, die Tag für Tag bei jedem Wetter auf den Masten herumturnen, vielen Gefahren ausgesetzt sind und dabei sehr harte Arbeit verrichten. Es sind ehrgeizige Männer aus vielen Nationen, vom Wetter gegerbte Gestalten, die sich dem Leitungsbau verschrieben haben. Wer nicht zu ihnen passt, der kommt auf keinen grünen Zweig. Allen gemeinsam der raue Charakter mit weichem Kern und harter Schale. Aus allen Berufen kommen sie, leisten Millimeterarbeit und bewältigen Tonnen und rechnen in Kilometern. Sie kalkulieren mit minutenkurzen Schaltpausen und legen das Arbeitsprogramm Wochen vorher auf Minuten fest. Die einen sind Wochen, sogar Monate von ihren Familien getrennt. Sie kommen aus allen Richtungen der Windrose, um am Mast ihr Brot zu verdienen. Montage Tragseil, Zufahrtgleis zu den Fortwerken in St. Louis, Saar. Verlegen des Fahrdrahtes Pri-100. Thank you.
Bahnhof Bühl. Vorbereitungsarbeiten an der Oberleitung für den Bau der Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel. Einbau von Mastunterschüssen wegen Bergsenkungen im Bahnhof Wemmelsweiler Saar. Thank you.
Verlegen des neuen Fahrdrahts. Verlegt wird für die Bauart RE250 ein Riss 120. Arbeiten müssen noch von Hand ausgeführt werden. Die Oberleitung. Der Isolator ist der gleiche, der bei der bisherigen Regelfahrleitung auch verwendet wurde, mit GTW-Kappen. Dann kommen wir hier zu dem Auslegerrohr. Das Auslegerrohr haben wir jetzt die Größe 55 und 70.
Tempo 250 zum Wohle der Reisenden rollen.